1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu unserer Freitag-Nachtausgabe. Wie immer eine freie Themennacht, eine offene Talk-Radio-Show. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050, so wie das auch Melanie gemacht hat. Und Melanie ist 17. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Melanie. Oh, ich muss erstmal loswerden, dass ich sehr nervös bin. Ja, das glaube ich. Und zweitens, dass ich ein sehr großer Fan von deiner Sendung bin. Sehr nett, freut mich. Ich habe in den Ferien regelmäßig verfolgt. Stimmt, das sind noch Ferien, ne? Ja, genau. Das war's jetzt, ne? Montag geht's wieder los. Ja, genau. Ja. Deswegen rufst du an, Melanie? Ja, ich habe mich verknallt. Aha. Und es war eigentlich wunderschön, aber große Probleme dabei. Und zwar ist das, habe ich dir durch Internet kennengelernt. Wie? Durch ein Internet habe ich. Internet, ja. Ja? Ja, das ist auch schon das zweite Punkt, nämlich sie. Sie? Ah, ja, sie, eine Frau, eine erwachsene junge Frau. Wann und, hast du sie kennengelernt im Internet? Vor circa einem Jahr. Ach so, so lange schon? Ja, vor einem Jahr. Und habt ihr euch denn auch schon öfters getroffen? Nee, sie wohnt sehr weit weg. Also wie weit? 500, 600 Kilometer ungefähr. Oh, weia, das ist weit. Ja, sehr weit und ich kann sie halt also finanziell auch nicht unbedingt besuchen gehen, das wäre schon sehr teuer. Ist sie so alt wie du? Sie ist älter. Wie viel älter? Über 20, 29. 29? Über 20? Ein bisschen über 20? Sagen wir 29. 29. Oder fast 30? Ja, das könnte mittlerweile gut sein, ja. Ja. Aber dann müsste sie doch Kohle haben und könnte dich mal besuchen. Ja, ich habe sie noch nicht gefragt. Sie weiß auch nichts von alledem. Wie, sie weiß auch nicht, dass ich lesbisch bin oder bi oder... Ja, sie weiß es halt nicht und sie weiß auch nicht, dass ich was für sie empfinde. Ach so, das läuft für sie auf der Basis so einer netten Chat-Bekanntschaft? Ja, aber sehr nette. Und chattet ihr nur oder telefoniert ihr auch ab und zu? Wir haben hauptsächlich Mail geschrieben. Ja. Und danach, ich hatte ein paar Probleme halt in meiner Klasse, schulisch auch. Also Sprichwort Mobbing, so eine Art und... Da musste ich auf Klassenfahrt, ich wollte eigentlich nicht, habe ich doch gemacht. Und dann hat sie mir von sich aus ihre Handynummer geschickt. Mhm. Ja, und seitdem haben wir hauptsächlich SMS-Kontakt, ganz nette SMS. Aber kein Telefonieren? Nee, noch nicht. Warum nicht? Ich traue mich nicht. Ja, das ändert ja irgendwie so viel von der Art her. Ja. Ich weiß nicht genau. Also ich würde gerne, aber ich war auch immer ganz kurz davor, sie anzurufen. Aber hat sie das denn noch nicht vorgeschlagen, dass ihr mal telefoniert miteinander? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wie stellt sie sich denn vor bei dir? Was macht sie? Hat sie zum Beispiel, hat sie eine Beziehung? Sie hatte eine von 10 Jahren. Mit einem Mann? Ja. Ja. Sie wollte heiraten, aber dann hat sie mir auch geschrieben, ja, die haben sich jetzt getrennt, sie ist ausgezogen, zwei Straßen weiter, aber nur, also wohnt noch in München halt. Keine Kinder? Nee, dass ich wüsste, ist irgendwie sozial engagiert, also also hat auch, das war eine Internetseite, wo ich sie kennengelernt habe, ehrenamtlich. Ach so. Diese Internetseite habe ich durch einen Link von eurer Seite kennengelernt. Ah ja, da sind wir noch schuld an der ganzen Sache. Ja, genau. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und dann kam da so eine Beratungs... Ich möchte jetzt die Seite nicht nennen. Nee, musst du auch nicht. So eine Beratungsseite halten. Ja. Ich bin hingegangen, habe da mein Problem geschildert. Ach so, da ist der Kontakt ganz seriös zustande gekommen. Ja, kann man genau, so sagen. Genau. Ja. Die SMS von ihr, ich weiß nicht, ob die jetzt so vielversprechend sind oder nicht, aber sie nennt mich Goldstück, sie... Ich kann das kaum beschreiben, ihre SMS. Es gibt mir so viel. Es ist sehr schwierig. Man kann natürlich, wenn man jemandem freundschaftlich sehr zugetan ist, gebraucht man ja auch oft Worte, die man in einer Liebesbeziehung gebraucht. Ohne dass man die aber so meint. Ja, ne? Also man kann. Ja, sie sagt, dicker Kuss hat sie, muss sie und keine Ahnung. Ja, das sagt man auch schon mal in der Freundschaft. Ne? Ja, schon. Ich weiß nicht, ob ich dir sagen soll oder nicht. Ist das für dich jetzt zum ersten Mal, dass du so eine lesbische Empfindung hast? Oder? Nicht ganz, nee. Hast du schon reale Erfahrungen gesammelt? Einmal ein bisschen. Einmal ein bisschen. Würdest du für dich sagen, dass du bisexuell bist oder eigentlich mehr auf Frauen also stehst? Bi, wobei ich das noch ändern kann. Ich meine auch in meinem Alter. Ja klar, 17 Jahre kann da noch einiges kommen. Hattest du da schon mal einen Freund? Ja, aber das war auch nicht so das Wahre. Ach, nicht das Wahre. Nee.
Ach, wenn du mich kennst, weißt du ja, dass ich eigentlich ein Typ bin, der gerne so dann auch ran an den Speck geht. Ja. Wenn man schon irgend so was Nettes kennengelernt hat. Ja. Weil so auf Dauer ist das ja unbefriedigend. Und ein Jahr ist ja schon eine lange Zeit, um sich so zu beschnuppern. Natürlich besteht die Gefahr, dass das Ganze in die Brüche geht. Ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann geht nämlich eine Illusion in die Brüche. Und wenn Illusionen in die Brüche gehen, ist das oftmals sehr heilsam. Ja, aber ich will nicht, dass dann die Freundschaft in die Brüche geht auch. Nee, das kannst du ja dann erstmal sehen, wie das weiterläuft. Vielleicht schaffst du das ja denn, da ihr euch ja auch nicht jeden Tag seht, das dennoch so auf einer freundschaftlichen Ebene mit der Distanz weiterzuführen. Auf jeden Fall würde ich den allerersten nächsten Schritt an deiner Stelle machen, zu telefonieren. Das bringt noch mehr Wirklichkeit, mehr Realität in die Sache. Ja, das kann gut sein, ja. Denn ich meine, das ist ja schon noch was anderes, als wenn man die Stimme eines Menschen hört. Stimmen sind ja ganz, ganz was Irres. Die können ja ganz viel bewirken. Ja. Als wenn du nur SMS liest von ihr. So, erstmal sprechen. Das könnt ihr ja auch eine ganze Weile machen. Und ich glaube ja, dass durch das Sprechen auch noch mehr Vertrauen entsteht. Ja, und nochmal Kribbeln im Bauch. So, und dann müsste der nächste Schritt vielleicht schon sein, mal ein bisschen sich zu erklären. Oder vielleicht sogar mal vorschlagen, irgendwie, wie wär's mal mit dem Treffen? Ja, ich mache auch gerade Führerschein, das passt. Also. Ja, vielleicht, wenn sie ist ja dann flexibler als du und sie hat wahrscheinlich auch mehr Kohle als du. Ja, man kann sich auch in der Mitte treffen. Aber ich träume seit dem Jahr träume ich davon, halt irgendwann mal zu treffen. Und Hast du den Bild schon mal von ihr gesehen? Ja, sie hat mir ein Bild geschickt. Ich habe das per Mail halt bekommen, ganz klein. Dann habe ich es vergrößert, habe ihren Namen sogar geschrieben, süße und so. Und das gefällt dir gut? Ja, ich glaube schon. Hat sie auch ein Bild von dir verlangt? Was hat sie? Hat sie auch ein Bild sie von... Sie hat ein Bild von mir bekommen, ja. Ja, sie finde ich auch ganz hübsch. Ja. Also, telefonieren, Melanie. Ja. Definitiv. Das finde ich auf jeden Fall angebracht. Ja. Und dann wirst du schon wieder neu vorfühlen und abtasten. Und dann würde ich, wenn das gut läuft, auch den nächsten Schritt wagen. Ich werde kein Wort zustande bringen, wenn ich wieder telefoniere. Ach klar, glaube ich schon. Erst Moment ist man dann aufgeregt. Du kannst ja vorher auch ihr mailen, dass du aufgeregt bist vor dem Telefonat. Wie gut du jetzt hier sprichst, obwohl du auch sehr aufgeregt warst gerade. Ja. Ja. Also, das wäre doch gelacht, wenn du dann mit deiner Freundin nicht gut sprechen könntest. Ja, sie tröstet mich auf jeden Fall sehr. Ich hatte einige Probleme. Kann das sogar sein, dass sie uns heute Abend hört? Ich hoffe oder nicht. Sieht? Ich habe keine Ahnung. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr cool, ne? Wenn du dich quasi hier geoutet hättest. Dann kriege ich gleich ein SMS. Also, Melanie, versuch zu telefonieren. Ja. Nicht versuch, sondern telefoniere. Ja. Und ich wünsche gutes Gelingen und viel Glück. Kalkuliere aber schon immer auch in all der Träumerei und der Verliebtheit ein, dass sie vielleicht nur, was heißt nur, dass sie vielleicht an einer Freundschaft interessiert ist und nicht an einer Liebe. Muss man immer sich vor Augen halten, um die Enttäuschung ein bisschen aufzufangen hinterher, die dann kommt. Ja, solange es dabei bleibt in der Freundschaft. Genau. So, dann wünsche ich gutes Gelingen, toi, toi, toi. Ja, danke schön. Und drück dir die Daumen. Ja, und mach weiter so, Domian. Dankeschön, Melanie. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Mike. Mike ist 27. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Mike. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja. Es klingt so verhalten. Ja, Mike, deswegen rufst du an. Ja, die Sache ist die, ich bin 27, komme aus der Stadt Selb. Aus der Stadt Selb? Selb, genau, an der tschechischen Grenze. Ja. Und ich bin LKW-Fahrer, bin auch momentan unterwegs, deshalb rufe ich auch an. Ja. Und bei mir ist es jetzt schon seit einem halben Jahr so, dass meine Frau keinen Sex mehr haben will mit mir. Und da ich halt viel in die Tschechei fahre, hole ich mir den halt dort, ja. Bei mir ist es eben halt so, dass meine Frau, wie gesagt, also seit einem halben Jahr keinen Sex mehr will. Du holst dir den Sex bei Prostituierten? Ja. Wie lange bist du, seid ihr verheiratet? Frau, bitte was? Das ist hier so eine Handyverbindung, wo wir uns überschneiden mit dem Sprechen. Ich hab's verstanden. Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren. Und seit einem halben Jahr läuft das nicht mehr. Habt ihr Kinder? Wir haben zwei Kinder, genau. Ja. Und du gehst seit einem halben Jahr zur Prostituierten in der Slowakei oder Tschechien? In der Tschechei, ja. Genau. Also hauptsächlich in der Tschechei.
weil es halt im grenznahen Bereich ist. Und was für ein Gefühl hast du dabei? Ja, also normalerweise hätte ich lieber Sex mit meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nur sie, man muss sagen, mein Freund ist auch mit mir bei uns hier im Fußballverein. Mhm. Und man hat halt auch gemerkt, dass sie sich nach Spielen auch mehr ihm zugewendet hat wie mir. Wahrscheinlich, weil er halt in Sepp arbeitet, ich bin viel unterwegs. Ach so, das heißt du sie ist irgendwie auch unzufrieden und orientiert sich ein bisschen woanders hin. So? Das Gefühl habe ich. Ja. Und kurioserweise zu deinem Freund auch noch. Ja, das ist ja das Traurige. Das Traurige, natürlich. Aber da ist noch nichts gelaufen. Zwischen den beiden. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Mhm. Ich habe halt, wie gesagt, nur dann diese Kommentare von auch Vereinskollegen gehört. Mhm. Mhm. Aber du hast also so ein offenes... Wenn ich im Ausland bin halt. Ja, aber du hast so ein offenes... Dann höre ich diese Kommentare und dann daraufhin hat sich halt diese Tendenz bei mir entwickelt, dass ich dann halt auch, wenn ich dann halt nicht verschei bin, auch wenn es nur ein paar Kilometer sind, dass ich halt dann auch dort, wenn ich halt wieder von einer Fahrt zurückkomme, dass ich da halt mal kurz vorher mir halt das hole, was ich mit meiner Frau hätte. Ich frage es nur, ich hoffe, dass die Antwort klar ist, du machst das mit du schützt dich bei dem Sex. Ja, das natürlich. Das schon, ja, gut. Fall, weil ich sag ja, ich hätte lieber gern Sex mit meiner Frau. Und noch eine Frage zu dem... Dass sich das dann auch dahin wieder entwickelt, dass wir auch mal irgendwann wieder zusammenkommen. Verstehe. Ja. Lass mich noch eine Frage zu dem Freund fragen. Das Verhältnis ist so offen zwischen dir und deinem Freund, der würde dir sagen... Wenn deine Frau ihn richtig anbaggern würde, würde er das sagen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Das war eigentlich jemand gewesen, ja, wie soll man sagen? Ja, das ist schwer auszudrücken. Also es ist halt jemand, den man eigentlich so einschätzt, dass... Ja, es war halt der Prügler gewesen damals in der Schule, möchte ich mal sagen. Naja. Das war auch nicht sein bester Freund damals in der Schule. Das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Ja, Gott... Ja, ist auch wurscht. Fußballverein eigentlich, ja. Ist auch egal. Aber trotz alledem, bitte? Ist auch egal. Lass uns über dich und deine Frau sprechen. Ja. Was glaubst du denn, warum sie mit dir keinen Sex mehr haben möchte? Ja, das weiß ich nicht. Ich denke halt auch, weil ich erst vor ein paar Monaten da eingetreten bin in den Fußballverein. Ich war vorher in einem anderen Verein, ja. Und er war schon immer dort gewesen. Ach so, wir waren auch immer dort gewesen und haben diesen Verein besucht. Mhm. Das hat aber nichts mit deiner Tätigkeit als Lkw-Fahrer zu tun, weil du wenig zu Hause bist. Ne? Nee, das mache ich schon seit mehreren Jahren. Hast du denn noch kein einziges Mal mit deiner Frau über diese unbefriedigende Situation gesprochen? Nee, natürlich haben wir das gemacht. Ja, und was kommt dabei rum? Ich meine, es muss doch irgendwas... Ja, der ist nichts. Sie sagte, wäre nichts. Gut, aber sie hat keine Lust, mit dir zu schlafen und das müsste sie ja eigentlich dann begründen. Ja. Das tut sie aber nicht. Das ist halt die Begründung, das ist halt das Witzige, weil ich meine, ich muss sagen, ich bin viel im Ausland und die Begründung ist halt die, oder Begründung, ja, die ist halt die, ja, es geht nicht. Wie, es geht nicht? Aber es ging doch 5,5 Jahre ganz gut. Ja, aber halt seitdem ich in den Fußballverein eingetreten bin, geht's nur. Und seitdem ich dann halt so interpretierst du das mit dem Fußballverein, das sagt sie dir ja nicht. Ja, ich interpretiere das. Nee, das ist Fakt. Was? Ja, genau, okay. Ich habe ja gesagt, ich bin jahrelang im Ausland gewesen, da war nie was gewesen. Ich trete in den Fußballverein ein, ich war vorher in einem Nachbarverein und seitdem, Die dann auch mit dahin gegangen ist. Ich verstehe schon, wie du das meinst, aber das sagt sie ja selbst von sich aus nicht so. Nee, das sagt sie nicht. Das ist klar. Aber das ist für mich halt der Grund. Ja, jetzt finde ich, Mike, dass diese Situation, die ihr da lebt im Moment, die ist natürlich, das ist nun überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Du gehst fremd und gehst zu Prostituierten. Ja, was heißt, ich gehe fremd. Ja, du gehst fremd, ja, klar. Ja, natürlich, ich gehe fremd, aber auf der anderen Seite, was ich auch, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, von anderen höre, ist es ja auch nicht anders. Nur sie bestreitet Zahlen. Ist mir klar. Das heißt aber für mich, wenn ich das als Außenstehender höre, dass da grundlegend in der Beziehung etwas nicht mehr in Ordnung ist. Deine Frau ist unzufrieden, du bist unzufrieden. Ja. Wie ist es denn sonst so? Versteht ihr euch denn im Alltag? Wir verstehen uns. Wir
im Alltag verstehen wir uns wunderbar. Wunderbar. Mhm. Und vor allem auch wegen der Kinder müssen wir uns ja auch verstehen. Ja, ja? Ja gut, aber es hätte ja sein können, dass da Spannungen sind. Und zweiten Klasse, mhm. Ja. Ja. Die haben ihren Schulalltag und wir müssen natürlich dann auch auf die Kinder Rücksicht nehmen. Ist klar. Das machen wir ja auch. Aber das ist ja keine Lösung. Das, was jetzt läuft, ist ja keine Lösung, was ihr da macht. Das ist ja keine Lösung, was du da machst. Die Lösung ist, dass... Das, was ich mache. Ich habe von mehreren Vereinskollegen gehört, dass sie fremd geht, seitdem ich in diesen Verein eingetreten bin. Ach so, das hast du mir... Moment, das hast du mir gerade nicht so gesagt. Du hörst von... Ich war vorhin in einem anderen Verein gewesen, da ist sie auch nie fremd gegangen. Und jetzt gehe ich in den Verein, wo ein damaliger Schulkollege von uns beiden ist, und da geht sie auf einmal fremd, weil sie den dann wieder für sich neu entdeckt. Dieses kannst du, das hast du gerade nicht so gesagt, dass man das erzählt, dass sie fremd geht. Okay, dann machst du einen kolossalen Fehler und sie macht einen kolossalen Fehler. Ja, das meine ich ja, weil du gerade gesagt hast, ich mache einen Fehler. Nein, diese Handyleitung ist schrecklich. Wir können nicht schnell miteinander reden, weil das dauert immer eine Weile, eben meine Sprache bei dir ankommt. Deswegen. Ist besser, ich bin gerade ans Fenster gegangen. Nee, das hat mit der Leitung was zu tun. Ich wollte das ja noch ausführen. Du machst einen Fehler und sie macht einen Fehler. Das heißt, eure Ehe ist nicht in Ordnung. Das heißt, ihr beiden müsst diese Ehe klären. Ob die nun wieder geflickt werden und hergerichtet werden kann, weiß ich nicht. Aber ihr müsst eine Klärung finden. Weil so. Das heißt, dass ihr beiden euch zusammensetzen müsst, entweder alleine oder mit einem Eheberater, und Klartext sprechen müsst. Sonst fährt das Ding gegen die Wand. Das ist ja jetzt schon kurz davor. Ja. Und das müsstet ihr euch zusammenraufen und wegen eurer Kinder müsstet ihr das machen. Und selbst wenn es kaputt sein sollte, solltet ihr euch insofern zusammenraufen, dass ihr klare Regelungen, gute Regelungen findet für eure Kinder. Aber das geht nicht, dass sie fremd geht und dass du zur Prostituierten läufst. Das geht nicht. Ja. Lieber Mike, ich möchte dir... Insgesamt verstehen wir uns ja auch, ja? Ja gut, aber das ist ja nun ein zentraler Punkt in einer Beziehung, wenn die Sexualität nicht stimmt. Ja, aber wegen der Kinder halt ist es mir. Ja, darum geht's mir. Ist mir klar. Jetzt gebe ich dir gleich mal einige für dich interessante Adressen an die Hand. Ja. Und dann kannst du entweder alleine oder mit deiner Frau zusammen entscheiden, ob ihr oder ob du dahin gehst. Ich rate dir dringend, das zu tun. Für dich, für euch, für eure Kinder, für eure Familie. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen, zurückgerufen. Okay. Ja, lieber Mike, alles Gute. Gut, danke und bleib so, wie du bist. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. Oh, das ist ein bisschen nervig, wenn, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das war früher so, wenn man ins ferne Ausland telefonierte, dann dauerte das immer so einige Sekunden, bis das Gesprochene drüben ankam. Und deshalb kann man nie so ein schnelles Gespräch führen, weil das sich immer überlappt. Das war gerade so ein Fall mit Mike. Das kommt eigentlich in Deutschland selten vor, aber ist dann ein bisschen schwierig zu sprechen miteinander. Aber es hat ja geklappt. Hier ist Frank. Frank ist 43 Jahre alt und jetzt mein Telefongast. Hallo Frank, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich hatte vor 4 Tagen einen Verkehrsunfall, wo eine Bekannte verstorben ist. Vor 4 Tagen? Ja. Hattest du einen Verkehrsunfall? Ja, mir ist ein Auto aus einer Einfahrt reingefahren und so in eine Beifahrerseite reingefahren, dass die, so wie man es mir erzählt hat, die dann sofort tot war. Das heißt, die Bekannte saß bei dir im Auto? Ja, als Beifahrerin. Mhm. Die Schuld ist ganz eindeutig bei dem anderen Menschen? Ja, richtig. Und ich war dann wohl so weg und so durcheinander, dass mir das erst klar wurde, wo ich im Krankenhaus eingeliefert worden war. Habe ich das erst richtig zu Bewusstsein genommen. Ja. Wie schnell bist du gefahren? Ich war im Ort so circa 50, 55. Und der andere? Das weiß ich nicht. Der ist da irgendwie so rausgeschossen. Mhm. Ich habe ihn auch erst im letzten Moment gesehen und da hat es auch schon geknallt. Also muss es einen heftigen Zusammenprall gegeben haben. Richtig. Mhm. Das ist auch so eine Einfahrt, die auch ein bisschen schräg rausgeht aus einem Parkhaus, weil da auch so eine Tankstelle und so ein Kino nebeneinander ist. Da geht wohl auch ein bisschen bergab. Ich schätze mal, dass da auch derjenige auch dementsprechend Tempo drauf hatte. Wie gut kanntest du oder wie nah war dein Verhältnis? Wir kannten uns so circa 6, 7 Jahre. Ja, war das
eine Beziehung von dir oder einfach nur eine Freundin? Eine gute Freundin, gute Freundin. Bekannte, also ein guter, eben guten Freund. Einmal. Ja. Und sie fuhr mit dir mit, weil, wo wolltet ihr hin? Wir waren im Kino und wollten eigentlich nach Hause. Mhm. Mhm. Du bist aber kaum verletzt. Durch das Glas, was zersplittert worden ist, habe ich Schnittwunden gehabt und war dadurch halt eben 2 Tage im Krankenhaus. Und bist jetzt wieder zu Hause? Bin zu Hause. Und hast aber den Schock natürlich in dir, dass deine Bekannte, deine gute Freundin verstorben ist dabei. Der Schock ist noch da. Das glaube ich. Wer hat dir diese schlimme Nachricht übermittelt? Im Krankenhaus wo mir klar wurde, alles der Unfall, das war auch ein Arzt da und da hat man mir das auch dann mir beigebracht, dass sie da verstorben ist. Mhm. Die Frau ist sofort... ob das stimmt, weiß ich nicht, mir hat man gesagt, die wäre sofort tot gewesen. Mhm. Bist du? Ich bin da auch erst so rumgelaufen, als wäre ich abwesend, wahrscheinlich durch den Schock und dann hat man mich dann da wohl, wo der Arzt war, da direkt weggenommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, ob sie sofort tot war. Achso, von der Unfallstelle hat man dich weggenommen, aber daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Daher weiß ich nie, ob das stimmt, ob sie sofort tot war. Mir hat man dann im Krankenhaus gesagt, wo ich wieder zu mir kam, so einigermaßen, wäre sofort tot gewesen. Bist du verheiratet oder hast du eine Freundin? Nee. Du lebst alleine? Nee, und das war halt eine gute Freundin, mit der man über alles reden konnte. Also eben auch Probleme und so hat man sich eben gegenseitig ausgetauscht. Und ihr habt sehr viele Sachen privat miteinander gemacht? Richtig, so fast, sagen wir so, fast als wäre das wie ein Partner, als wenn man verheiratet, fast. Mhm. Aber das sexuell zwischen euch ist nie was gelaufen? Nee, halt, wie gesagt, das war halt freundschaftlich. Ja, wolltest du das nicht oder wollte sie das nicht? Das hat sich halt nicht so ergeben. Mhm. Aber wir haben so alle Probleme oder alles, was man hatte, miteinander besprochen. Mhm. Und das fehlt halt jetzt. Mhm. Hast du denn jetzt mit einem Angehörigen ihrer Person auch schon Kontakt aufgenommen? Kennst du da Leute? Kenne ich, aber dadurch, dass ich jetzt noch im Keller bin, habe ich jetzt noch nicht so die Kraft gehabt, da Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das heißt, du weißt gar nichts, wie das jetzt geht, wann da eine Trauerfeier ist und wo die ist und so weiter. Das weißt du alles gar nicht. Wie soll jetzt die nächsten Tage sein, soweit ich weiß, Anfang der Woche? Wirst du da hingehen? Ja, weiß ich nicht, wie mein Zustand dann ist. Mhm. Also körperlich ist dein Zustand wieder einigermaßen okay. Das war nichts. Ja, ich habe jetzt da noch ein paar Pflaster an einigen Stellen. Mhm. Wo halt größere Wunden durch das Glas war, aber sonst so von außen ist halt nicht zu sehen, bloß eben psychisch, seelisch bin ich halt ganz im Keller. Gibt es in irgendeiner Weise bei dir Gedanken, dass du dir Vorwürfe machst, dass du schuld daran bist, obwohl du nicht schuld bist? Aber man hat ja dann schon mal, wenn man in so einem Schock ist, die verrücktesten Gedanken. Eigentlich habe ich in der Hinsicht ja keine Vorwürfe. Ich bin ja in dem Rahmen gefahren, den man fahren dürfte. Ja, da ist es auch genau richtig und das müssen wir auch gar nicht weiter vertiefen. Ich wollte es nur fragen. Die Schuld liegt hundertprozentig bei der anderen Person. Richtig, ich bin ja so 50-55 gefahren, eigentlich im Rahmen, den man eigentlich fahren dürfte. Ist die andere Person auch verletzt oder schwer verletzt worden? Weißt du das? Ne, das war ich weiß nicht. Wie gesagt, ich war da irgendwie weg. Hast du denn psychisch, seelisch war ich irgendwie weg. Ich weiß. Ich habe da wohl einzelne Bilder im Hinterkopf, aber mir fehlen so zwischendrin fehlen mir wirklich verständlicherweise nach so einem Vorfall. So einzelne Bilder weiß ich, sehe ich und dann. Ja, hast du denn sonst noch außer dieser Frau Freunde um dich herum? Freunde, ja. Nahe, sehr nahe Freunde? Jetzt so eng wie sie nicht, aber Freunde schon. Und auch jetzt. Sie war die nächste Kontaktperson? Auch welche, die jetzt so. Heute hatte ich 2 Leute, die mich besucht hatten zu Hause. Mhm. Und vom Krankenhaus habe ich auch eine Adresse gekriegt vom Psychologen, wo ich dann jetzt nächste Woche auch
Gab es gemeinschaftliche Bekannte oder gemeinschaftliche Freunde von euch beiden? Ja, wir hatten gemeinschaftliche Freunde auch gehabt. Also, ja. Weißt du, warum ich das frage? Ich frage es deshalb, weil in so einer Situation, man hat einen Menschen verloren unter solch dramatischen Umständen, ist es so unglaublich wichtig, dass man spricht, dass man sich mitteilt. Und das ist natürlich am einfachsten mit Menschen zu machen, die dann auch den anderen kennen und wo eine gewisse Kenntnis der Person da ist. Ich kann halt gewisse Weise nur mit meinen Freunden, auch die sie kennt, oder eben die wir gemeinsam hatten. Mhm. Ich habe ja noch einen Vater, meine Mutter ist ja auch vor ein paar Monaten verstorben. Mit meinem Vater kann ich darüber nicht reden. Mhm. Wenn meine Mutter jetzt noch leben würde, mit der könnte ich auch noch darüber reden, aber die ist ja vor ein paar Monaten leider auch verstorben. Das heißt, diese... Mit der hätte ich noch reden können, aber mit meinem Vater leider nicht, also bleiben mir jetzt nur noch meine Freunde. Ja, das heißt, diese Trauer steckt auch noch in dir von deiner verstorbenen Mutter. Richtig. Mhm. Steckt auch noch mit mir. Frank, ich weiß nicht, was man dir da für eine Telefonnummer im Krankenhaus gegeben hat. Ich finde auf jeden Fall auch, dass du einen Beistand noch brauchst. Und das wird... Ich habe so das Gefühl, dass das die Leute, die dich umgeben, dass die das gar nicht leisten können. Nö, das glaube ich auch, dass die mir wohl ein bisschen Unterstützung geben können. So, wir sind da, wir versuchen hier zu helfen, aber dass die jetzt einen Psychiater oder Psychologe oder irgendeinen Arzt die nicht ersetzen. Das sowieso nicht. Und viele Leute, die sind dann vielleicht so 1, 2, 3 Mal dann für einen da in einer solchen Situation, aber dann versickert das Ganze auch wieder und man steht wieder alleine da und hat den Schmerz genauso noch wie vor einigen Wochen. Ich möchte dir gerne jetzt auch noch ein paar sehr für dich wichtige Informationen und Telefonnummern an die Hand geben über meine Psychologin. Ja, können wir machen. Das machen wir so. Ja, am Zittern und mir kommen jetzt schon wieder die Tränen. Ja, verständlicherweise. Wir versuchen dir zu helfen. Frank, du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Einverstanden? Können wir machen, danke. Okay, dann wünsche ich alles Liebe und alles Gute. Na, schön, dass es euch gibt, dass man euch anrufen kann. Alles Gute, Frank. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit der Gabi. Gabi ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Gabi. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe wieder mal eine schlaflose Nacht und habe dich durchgesappt. Ja. Und da du heute kein spezifisches Thema hast, habe ich gedacht, ich rufe an. Rufst du an? Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe im März die Diagnose Krebs bekommen. Und große OP und... Was für ein Krebs? Gebärmutterhalskrebs. Und bis jetzt September, habe ich tägliche Bestrahlung gehabt. Tägliche Bestrahlung? Chemo. Bitte? Tägliche Bestrahlung von? Von April bis jetzt September. Nach der Operation? Ja. Und einmal in der Woche Chemo. Die letzten Wochen im September habe ich innere Bestrahlung bekommen. Und dementsprechend geht's mir natürlich. Ich warte auf meine Anschlussheilbehandlung. Erklär mal, was innere Bestrahlung ist. Es ist grauenhaft. Es ist, wie soll ich das erklären? Es ist ein gynäkologischer Stuhl. Es wird eine Sonde in die Vagina eingeführt, die 5 bis 6 Zentimeter größer sein muss als die Vagina. Dementsprechend schmerzhaft ist es. Es wird eine Platte davor geschraubt, damit es auch wirklich fest sitzt und es wird 10 Minuten bestrahlt. Und es ist recht heftig. Tut der Bestrahlungsvorgang an sich auch weh? Nein. Das nicht? Nein, der Apparat tut halt weh. Der Apparat, das habe ich so verstanden. Also die tägliche Bestrahlung vorher, die äußere Bestrahlung, hat mich sehr geschlaucht. Mein Mann war jedes Mal mit. Er war auch selber lange Zeit krankgeschrieben. Weil ich teilweise fast keinen Schritt vor den anderen gehen konnte. Das dauerte dann wieder ein paar Stunden zu Hause, so bis abends. Und dann ging es wieder einigermaßen. Aber weil sich das von Tag zu Tag wiederholte, ja, schlaucht es halt. Und die Nebenwirkungen sind natürlich heute noch da. Es war ja erst vor kurzem. Ja. Und mein Mann kann überhaupt nicht damit umgehen. Er redet mit mir überhaupt nicht darüber. Über die Grunderkrankung oder jetzt über die... Über alles. Über wirklich alles. Er hat nicht ein Arztgespräch geführt. Ich habe alles selber machen müssen. Von Anfang an hat er das nicht gemacht? Von Anfang an nicht, nein. Das heißt, er hat auch mit dem Arzt nicht über die Krebserkrankung gesprochen? Nein. Warum nicht?
Das weiß ich nicht. Was, er kann es auch nicht erklären. Also ihr redet sogar darüber? Ja, er sagt ganz klar, ich kann damit nicht umgehen. Also er ist selber seit über 15 Jahren psychisch krank. Ich habe ihn durch die Jahre natürlich extrem stark begleitet, mehr Bücher, Lektüren gekauft über seine Erkrankung und er war mehrfach in der Psychiatrie. Somit überfordert ihn das wahrscheinlich völlig. Ja, total. Dass er auch gar nicht weiß, wie adäquat zu reagieren ist darauf, ne? Wie er dir helfen kann. Also er will mir auch nicht helfen. Er will mir nicht helfen. Er will dir nicht helfen? Nein. Sagt er das auch so? Nein, ich merke das. Er blockt ab. Vielleicht will er dir nicht helfen, sondern vielleicht kann er dir einfach nicht helfen. Das ist auch möglich. Weil eigentlich wollen, wenn ihr eine gute Ehe habt, ja, dann ist das ja eigentlich das Selbstverständliche. Vielleicht ist er aber so gefangen in sich selbst, dass er das nicht kann. So sagt er das auch. Aber er ist sehr brutal in seinen Äußerungen. Er hat mir vor kurzem, wir hatten ein Gespräch, ein Vierergespräch mit meiner Schwester und meinem Schwager, wo er ganz deutlich gesagt hat, du musst so schnell und so weit wie möglich weg in die Reha. Er ist im festen Glauben, ich gehe in die Reha für einige Wochen. Und dann ist wieder gut. Ganz genau. Er fragt mich laufend, wann ist es wieder gut? Wenn er das so sagt, du musst so schnell wie möglich weg in die Reha, bist du dann so geschockt und sagst gar nichts oder sagst du? Ich hätte ihn schlagen können, ich habe nur geweint, ich habe keine Kraft mehr, um irgendwo mich zu wehren. Ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe selber das alles nicht verarbeitet bisher. Ja, und du hast eine extrem harte Sommerzeit hinter ganz dir. Ganz genau. Und wie lange, noch eine Frage zu der Behandlung, wie lange dauert noch die Chemotherapie und die Bestrahlung? Nein, die ist abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Die ist seit September abgeschlossen. Ich habe auch mein Abschlussgespräch in der Klinik schon gehabt. Ja. Im Moment bin ich tumorfrei. Ja, und diese Bestrahlung, sind die jetzt auch abgeschlossen? Oder? Alles abgeschlossen, ach so, ja. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich, könntest dich erholen. Ich könnte mich jetzt erholen. Kannst du aber nicht, weil die Stimmung zu Hause so bedrückend für dich ist. Bedrückend ist es eiskalt. Eiskalt. Sodass eine Kur oder so etwas eigentlich für dich das Ideale wäre. Eine Reha, da warte ich drauf. Ja. Ich hätte die längst machen können. Aber ich konnte nicht, weil mein Mann gesagt hat, wenn du die letzte Bestrahlung bekommst, gehe ich am anderen Tag in die Klinik, in die Psychiatrie. Ich kam aus dem Bestrahlungsraum raus. Und ich habe geweint und er kam auf mich zu und er sagte so, jetzt können wir nach Hause fahren, meine Tasche packen, ich gehe morgen früh in die Psychiatrie. Aber denn deshalb könntest du doch auch in die Reha gehen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann ihn nicht alleine lassen. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Ja, logisch. Das sagt mir heute jeder. Wie konntest du oder wie konnten Sie, egal wer mit mir spricht. Gut, das ist ja noch nicht, das kann man ja alles noch wieder gut machen, wieder aufholen. Ich fahre jetzt auch, ich muss fahren, ich gehe hier. Hast du denn jetzt einen Termin schon, wann du fahren kannst? Nein, ich warte drauf. Das heißt aber, dass die Chance ist, dass es relativ schnell... Ich hoffe, dass ich nächste Woche Bescheid bekomme und dass ich dann weg kann. Jetzt lass mich noch was zu deinem Mann fragen. Glaubst du, dass... das emotionale Kälte und mangelnde Liebe ist, oder ist er gefangen in seiner Krankheit? Ich weiß es nicht. Ich kann ihm nicht mehr glauben, wenn ich sage, ich habe ihm auch gesagt, wenn das hier so weitergeht, komme ich aus der Kur nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was ist das eigentlich für eine Erkrankung, die er hat? Er hat eine sexuelle Störung. Eine sexuelle Störung? Ja. Was heißt das genau? Da hat mir nie irgendwer einen festen Begriff zugesagt. Er wird mit Medikamenten behandelt, die immer wieder neu eingestellt werden. Er ist, wie ich schon sagte, seit über 15 Jahren erkrankt. Aber wie hat sich denn diese Krankheit bemerkbar gemacht? Ja, zuerst wurde es behandelt als Sexsucht. Dann wurde gesagt, vielleicht ist er homosexuell. Vielleicht sollte er sich von ihnen trennen. Vielleicht braucht er ein schwules Leben. Mein Mann ist auch mittlerweile zweimal ad hoc ausgezogen in den letzten Jahren. Er ist aber immer wieder zurückgekommen. Das heißt, du weißt bis heute nicht, ob er homosexuell ist oder nicht? Doch, das sagt er jetzt heute. Er hat lange Zeit geglaubt, dass er schwul ist. Und er hat es dann, glaube ich, mal ausprobieren wollen und ist direkt an einen
ziemlich knallharten homosexuellen Typen geraten, ja, wo er dann ganz schnell raus ausgenommen hat. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 57. 57? Ja. Und er weiß bis heute eigentlich nicht genau, wie die... Ja, heute sagt er, also ich habe es ausprobiert, aber ich weiß für mich selber, ich bin nicht schwul. Warum geht er denn, ich meine, da muss ja schon eine klare Indikation vorliegen, wenn er sagt, ich gehe jetzt wieder in die Psychiatrie. Weswegen geht er in die Psychiatrie? Ja, es ist schlimm, wenn ich das so sage, er entblößt sich auf der Straße. Ach so, es kommt ja immer neuere Sachen raus jetzt. Ja. Dann hast du aber wirklich neben deiner persönlichen Erkrankung, hast du aber wirklich eine Ballung an Problemen am Hals. Warum bist du mit deinem Mann noch zusammen? Ich liebe ihn sehr, aber ich bin jetzt an einen Punkt gekommen. Liebst du ihn? Das habe ich ihm auch, wie er jetzt im September in die Psychiatrie gegangen ist, habe ich ihm einen Brief in seinen Koffer gelegt, wo ich unten auch reingeschrieben habe, auch Liebe hat Grenzen. Finde ich auch. Ich finde auch, ich sage dir mal gleich ganz spontan, so aus meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand heraus würde ich sagen, aber so schnell wie möglich mal eine Trennung auf Zeit. Damit sich die beiden Pole beruhigen und dann aus einer gewissen Distanz entscheiden, was wollen wir eigentlich? Weil das, so schadest du ihm. Werde ich nie bekommen. Ich möchte einfach nur Ruhe in unsere Ehe wieder reinbringen. Ja, aber wenn du mir erzählst, dass das so viele Jahre mit ihm schon so geht, klingt das für mich fast schon so, dass du dich da festgebissen hast und du nicht glauben und du einfach nicht der Wahrheit ins Auge sehen willst. Du sagst, ich liebe ihn. Liebst du ihn wirklich, wie er jetzt ist oder wie er schon lange war? Oder liebst du ein Bild, was du von deinem Mann im Kopf hast? Ich liebe ihn, wie er mal war. So, aber das ist Vergangenheit. Ja, ganz genau. Und das macht einen kaputt, wenn man einen Menschen liebt, wie er in der Vergangenheit mal war. Ja. Und gerade in deiner jetzigen Situation ist seelische Stabilität das A und O, das wissen wir ja. Ich gehe daran kaputt, Also ist dieser Kälte, ich habe immer hinter ihm gestanden, nein, ich habe vor ihm gestanden, ich habe ihn vor allem beschützt, ich habe nie irgendetwas gesagt in der Familie. Ihr habt keine Kinder? Doch, wir haben Kinder. Wie alt sind die? Erwachsene. Ja. Unsere Älteste ist 34, unser Sohn 33. Wie beurteilen die denn die Situation? Die kennen euch ja nun sehr gut, euch beiden. Ich habe jetzt einen großen Familienrat beigerufen und das wird in der nächsten Woche passieren. Und dann werden hier wirklich harte Wörter auf den Tisch gelegt werden müssen. Aber dann ist der Mann noch in der Psychiatrie? Nee, der ist dann zu Hause jetzt. Ich dachte, er wäre jetzt immer noch. Nee, er ist jetzt wieder zu Hause. Also Gabi, ich kann dich nur unterstützen in deinem Vorhaben, jetzt in die Reha zu gehen und eigentlich seelisch für dich auch was zu tun. Du klingst ja wirklich so, als wärst du so fertig mit den Nerven. Ja, nicht mehr. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so mit dem Rücken zur Wand gestanden wie im Augenblick. Nein, würde ich nicht sagen. Pass mal auf, du hast mir gerade einen sehr schweren Krankheitsverlauf gesagt. Und ich habe höchsten Respekt vor den Wochen und Monaten, die hinter dir liegen. Hölle. Aber du hast einen Satz gesagt, der sehr hoffnungsvoll ist. Ich bin tumorfrei im Moment. Das ja. So, das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Ja. Und du hast die Chance, jetzt in eine Reha-Maßnahme zu gehen. Das heißt, zur Ruhe zu kommen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Das sind positive Sachen. Die darfst du jetzt nicht so negativ sehen. Nein, überhaupt nicht. Das ist das Allererste, was jetzt passieren muss für mich. So, meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Jetzt kriegst du auch noch die Meinung von meiner Psychologin. Das ist gut. Doppelt hält besser. Ja, das ist gut. Liebe Gabi, ich danke dir. Geh in die Reha und ich wünsche dir wirklich tausend gute Wünsche, dass du richtig gesund und seelisch auch stabil wieder wirst. Ja, das wünsche ich mir auch. Alles Liebe. Schönen Abend dir noch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt ein Hinweis auf unsere Themen nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema, am Dienstag heißt das Thema mit 66 Jahren, Pünktchen. Singt ja der von uns allen so verehrte Udo Jürgens, fängt das Leben erst an. Ist das wirklich so oder ist das einfach nur so im Schlager? Ich möchte gerne mit euch nächste Woche Dienstag über die Vor- und Nachteile des Älterwerdens oder des Älterseins oder Altseins sprechen. Nächste Woche Dienstag und nächste Woche Donnerstag heißt unser Thema Haut, Geschichten rund um die Haut. Heute aber freie Themen, Nacht wie immer freitags. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Ingrid. Und Ingrid ist 54. Guten Morgen. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Ingrid. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir?
Ja, ich habe mir bis jetzt durch die Sendung immer die Probleme anderer Menschen angehört. Jetzt habe ich mal selbst eins. Ja. Ja, also was heißt Problem? Ich weiß nicht im Moment, wie ich mich so richtig verhalten soll. Und zwar habe ich vor 8 Monaten einen Mann kennengelernt. Der ist 45 Jahre und ja, ich sag mal, wir verstehen uns so eigentlich ganz gut. Er ist zwar ein bisschen ruhig, also er redet nicht so viel und ist auch im Ganzen, von seiner ganzen Art her eigentlich ziemlich ruhig. Du bist aber Single? Ich bin verheiratet gewesen, ich bin jetzt geschieden seit 3 Jahren. Ah ja. Und, ja. Also frei? Ich, ja, sicher. Okay. Ja, gut. Nur eben halt, wie gesagt, wir verstehen uns eigentlich so ganz gut, wir unternehmen auch was. Und ja, so am Wochenende ist er dann meistens hier. Und ja, ich mache dann abends Essen und wie gesagt, am nächsten Tag Frühstück. Und was mich eben halt bei ihm so stört, ist, dass er, wenn er die ganze Woche nicht kommen kann aufgrund seiner Arbeit, ja, dass er die ganze Woche mal nicht anruft und mal irgendwie so Hallo sagt, wie geht's dir? Das oder, macht er überhaupt nicht. Nein, das macht er nicht. Also ich habe ihm auch schon mehrmals darauf hingewiesen und habe mal gefragt, hör mal André, warum machst du das nicht? Ich würde mich freuen, wenn du, weiß ich nicht, Mittwoch oder Donnerstag mal anrufen würdest und fragst mal nach, hallo, was, wie geht's oder so. Das macht er nicht, obwohl ich ihm das jetzt schon öfters gesagt habe. Warum macht er das nicht? Ich weiß es nicht. Also er sagt, wohnt er denn bei dir? Er wohnt gar nicht so weit weg von dir. Nein, ein paar Kilometer nur, nein. Und wie gesagt, und auch das so, er kommt eigentlich immer nur zum Wochenende, weil er dann auch weiß, dass ich abends koche für ihn. Ja. Ja, und wer kocht denn sonst für ihn? Er wohnt bei seiner Mutter noch. Er wohnt noch bei der Mama. Ja, mit 45. Ja. Genau, ja. Also so. Hui, da ahne ich aber schon, was dahinter steckt. Ist die Mutter vielleicht eifersüchtig auf dich? Ja, also die Mutter hängt sehr viel mit drin. Ne? Also es ist auch im Sommer so gewesen, wo es die Tage ziemlich heiß war, dass er 4 Wochen gar nicht zu mir gekommen ist. Und weil? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihm geschrieben, ich habe angerufen. Er ist selbst nie ans Telefon gegangen. Ich habe alles mit seiner Mutter besprochen. Ach, du hattest auch schon persönlichen Kontakt mit der Mutter? Ja. Ja, was heißt durchs Telefon? Durchs Telefon. Wie ist sie denn am Telefon zu dir? Reserviert oder freundlich? Ja, gut. Ich sag mal so, als ich ihn kennenlernte und da hat die Mutter zu ihm gemeint, Mensch, die Frau, die ist doch ein bisschen älter wie du. Und ich meine, gut, was sind 8 Jahre? Und was sind 8 Jahre? Ja, Alter stört mich eigentlich auch gar nicht. Wenn man sich versteht, ist mir das Alter irgendwo egal. Klar. Ja, und wie gesagt, die Mutter hängt da sehr viel mit drin. Und ja, nee, meine Frage war, wenn du mit der sprichst, ist die zu dir so ein bisschen angezickt oder freundlich? Ja, doch, am Anfang schon, weil sie hat mich irgendwo am Anfang nicht so akzeptiert. Vielleicht, weil sie Angst hatte, ihren Sohn zu verlieren. Verstehe. Weil sie weiß, ja gut, er fährt ja jetzt immerhin, übernachtet da auch. Immerhin darf er am Wochenende zu dir kommen. Er darf auch eigentlich in der Woche, ja. Es ist auch schon so gewesen, dass er mal mittwochs kam oder so, oder freitags mal. Aber wie gesagt, er hat Wechselschicht, er fängt abends mal um 8:30 an und dann mal eben früh morgens bis mittags. Nochmal mit dem Telefon. Haben die zusammen einen Telefonanschluss zu Hause? Ja. Und er hat kein Mobiltelefon? Nein. Das heißt, wenn er telefoniert, muss er vom Telefon der Mama anrufen? Nein, das macht er auch von draußen. So wie heute Nachmittag hat er mich auch angerufen, dann geht er nach draußen, ruft mich an. Ne? Wieder draußen mit Funk. Telefonkarte. Ach so. Ja. Also ich habe leider nur Handyanschluss, ich habe keine Festnetznummer und wie gesagt, es ist ja auch sehr teuer, wenn er nicht von draußen. Hör mal, Ingrid, weißt du, wie sich das aber anhört? Als sei das aber ein wie im Bilderbuch gebackenes, entworfenes Mamasöhnchen. Also ich weiß es nicht. Er sagt zwar immer, ich mache, was ich will, ich lasse mir von meiner Mutter nicht reinreden, aber wie gesagt, sie hat mich von Anfang an. Dann soll der dir mal erklären, also du würdest doch eigentlich sagen, das haben wir gerade am Anfang gar nicht richtig geklärt, dass ihr eine Affäre habt miteinander. Das weiß die Mutter, ja. Das weiß würdest du auch sagen, ne? Du für dich ist das... Er mit seiner Mutter? Nein, dass du mit ihm eine Affäre hast. Ja. Ja, ne? Kann man so sagen. Ja. Und das davon geht die Mutter doch auch aus. Natürlich. So, ja. Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht, er hat auch noch andere Probleme, wie gesagt, aber die 4 Wochen, wo er gar nicht zu mir gekommen ist, er hat nicht angerufen, ich habe ihm Briefe geschrieben. Finde ich auch unmöglich, muss ich sagen. Er hat sich nicht auf gar nichts reagiert, auf überhaupt nichts, ja. Und ich muss sagen, ich hänge an dem Mann, ich liebe ihn und auch wenn er, weiß ich nicht, so ruhig ist und lass mich, gestatte mir eine intime Frage. Ja. Schlaft ihr miteinander? Ja, da wollte ich ja gerade drauf kommen. Er hat also auch eben, das weiß ich aber auch durch seine Mutter,
dass er zu ihr wohl gesagt hat, in den 4 Wochen, wo er nicht gekommen ist, dass er also, dass das mit dem Sex bei ihm nicht so klappt. Ja, und dann habe ich natürlich nachgehakt und habe die Mutter gefragt, was ist denn da los? Und dann habe ich natürlich, bin ich selbst drauf gekommen und habe dann gesagt, na gut, dann ist er eben halt impotent. Ne? Und dann sagte sie, ja, das ist so. Und sagt die Mutter. Das, ja, das sagt immer die Mutter. Aber ich hab, aber er ist nicht impotent, wenn ihr zusammen seid. Doch. Aber, ja, ich bin ja selbst drauf gekommen. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht, weil, denn jedes Mal, sage ich mal, wenn wir, ja, wenn wir nebeneinander gelegen haben, dann, ja, er war immer so ein bisschen zurückhaltend und seine ersten Ausreden waren immer, ich habe Angst vorm Kind oder wir müssen uns erstmal länger kennen. Da hab, ja, da habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, was ich jetzt gerade spontan für eine Idee habe? Das ist ein absolutes Muttersöhnchen und der ist vielleicht schwul. Nein, das ist er nicht. Nein, wer weiß es? Nein, dann wird er ja nicht sagen, ja gut, es gibt Schwule, die auch mit einer Frau schlafen. Ja, aber hallo, wenn der vielleicht sich schämt, vor seiner Mama zu sagen, ich bin... Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also, nein, er hat auch keine andere Frau, weil ich schon mal sage, hör mal, hast du eine Woche eine andere, weil du nicht kommst oder so. Ne? Aber du hast ein Problem. Du hast dir da ein Problem aufgehalst mit so einem Mann, sage ich dir. Ja, der hängt so an in seiner Mama-Beziehung drin. Da wirst du aber heftig arbeiten müssen, um dir da deine Rechte zu holen. Und wie du den beschreibst, klingt es nicht gut. Ja gut, ich sag mal, er hat ein nettes Wesen. Er ist lieb und nimmt mich im Arm und wenn er zu mir kommt, dann ist kaum in der Tür, hallo Schatz, da bin ich und so. Also ich weiß, dass er mich gerne hat. Weißt du, was die Gefahr ist? Du hast vorhin gesagt, der kommt, weil er weiß, am Wochenende bekoche ich ihn ja auch. Ja. Das hört sich fast an, als hätte er da seine richtige Mama und du bemutterst ihn dann auch wieder. Ja, das stimmt schon. Na? Und das ist nicht eine Grundlage für eine Beziehung. Ja, ja. Aber ich sag mal, wenn er mich nicht gerne hätte, wenn er jetzt nur wegen dem Essen kommen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht mit mir ins Bett gehen, so denke ich dann. Ne? Nee, nicht nur wegen des Essens, klar. Ja, aber ja, nicht nur wegen dem Essen. Aber ich meine, du bist eine Frau von 54, ist ja noch kein Alter. Das heißt, du hast ja auch noch erotische Bedürfnisse. Nein, also bei mir ist das nicht mehr so, sage ich mal, dass ich so doll da drauf bin. Mir würde es auch reichen, das habe ich ihm auch geschrieben in etlichen Briefen, wenn man nebeneinander liegt, wenn man sich im Arm hält und wenn man sich so lieb hat. Also der Sex, sage ich mal, das ist mir irgendwo nicht mehr so wichtig. Okay, aber darüber hinaus bestehen ja die anderen Probleme, dass er zu sehr offensichtlich an seiner Mama klebt. Und das finde ich eine Sache, die du klären musst. Ja, sonst ärgerst du dich permanent darüber. Ja gut, ich habe ja lange mit ihr gesprochen auch und ich habe ihr auch klar gemacht, dass ich, weil sie sagte auch schon mal, warum suchen sie sich keinen anderen Mann? Da sage ich, wieso? Ich liebe doch ihren Sohn, warum soll ich mir einen anderen Mann suchen? Ingrid, das ist doch gar kein Thema, dass ihr beiden Frauen das beredet. Das muss, er ist doch ein Kerl, er muss das entscheiden. Ja, klar, aber er kann eben halt nicht so, ne? Und Mann. Eben, was mir so fehlt, ist, wenn er kommt, wenn wir uns die ganze Woche nicht gesehen haben, dass er mal nicht so fragt, was hast du die ganze Woche gemacht oder wie geht's dir oder hast du schick gemacht oder was? Das ist eben das kein persönliches Wort. Klingt alles nicht so gut, finde ich. Nee, ich weiß. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich die Beziehung weiterführen soll oder nicht. Nee, ich könnte, also wie du das jetzt machst, ich könnte es nicht, sage ich dir. Ja, aber ich hänge an ihm. Ich kann nicht von ihm los. Aber du ärgerst dich ständig darüber. Es ist ja auch eine Missachtung deiner Person. Wieso kann der Kerl dich denn in der Woche nicht mal anrufen, Mensch? Ja, eben, das weiß ich nicht. Ne? So. Zumal ich ihm vor einer Woche schon gesagt habe und er tut es wieder nicht. Ne? Also ich würde an deiner Stelle noch ein bisschen mehr Dampf machen. Aber wenn das nichts nutzt, ich habe fast die Vermutung, dass es nichts nutzt, so wie du ihn schilderst, dann würde ich an deiner Stelle da einen Rückzieher machen. Weil du dich immer mehr ärgern wirst. Und du bist, ich lerne dich ja jetzt hier so kennen, du bist ja eine ziemlich taffe Frau, ne? Und wenn du da so einen Waschlappen an der Seite hast, mit Verlaub gesagt, du brauchst ja eigentlich einen richtigen vitalen Kerl, ne? Ja gut, aber ich liebe ihn, ja. Ich habe noch nie einen Mann Blumen nach Hause geschickt und ich habe mich da irgendwo selbst auch erniedrigt, damit er ja wiederkommt. Und ich sag ja, wenn er eine Stunde mal zu spät kommt, ich stehe am Fenster und warte auf ihn und... Okay, dann versuch das Ganze noch, bemühe dich, versuch das Ganze hinzukriegen. Da musst du aber auch, finde ich, auch ein bisschen mehr Forderungen stellen. Damit der sich auch mehr klarer zu dir bekennt und auch sich mehr in dein Leben hineinbegibt, sag ich mal. Liebe Ingrid, meine Meinung. Ja. Okay. Du wirst es schon richten, das glaube ich. Wirst du schon richtig machen. Alles Gute wünsche ich. Okay, danke schön. Ne? Tschüss, Ingrid. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer. Katharina ist hier. Katharina ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katharina. Also ich muss auch erstmal sagen, ich bin total aufgeregt.
Ich sag dir, immer wenn man das einmal ausgesprochen hat, ist die Hälfte schon weg. Ist die Hälfte schon weg, das stimmt, ja. Und wenn man dann weiterredet, dann ist es ganz weg. Katharina, um was geht's denn? Ja, also ich habe mich auch in jemand verliebt. Mhm. Das Ganze fing an, also wir kennen uns seit über einem Jahr übers Internet. Mhm. Allerdings auch über ein Forum, also jetzt nicht irgendwie speziell über einen Single-Chat. Mhm. Ich muss dazu sagen, anfangs hatten wir nur Knatsch miteinander. Was war denn das für ein Forum, kurz gefragt? Ja, den Namen möchte ich jetzt auch jetzt, es ist ein allgemeines Forum. Ein allgemeines, also es ging nicht um bestimmte Themen oder so? Es geht schon auch um bestimmtes Themen. Aber kein Schmuddelkram? Kein Schmuddelkram? Nein. Also nicht, hier ist ein Community-Bereich mit dabei, wo es um Politik geht. Ah ja, alles klar. Also, okay. Also um alles Mögliche. Kein schmutziger Sex? Nein, absolut nicht. Okay. Nein, und ich bin so diejenige, die jedes Jahr da so ein Treffen organisiert, wo dann immer ein Hauptteil kommt. Das war letztes Jahr schon. Mhm. Da hatten wir uns dann auch in der Wolle gehabt. Und ja, dieses Jahr ist er bei so einem kleineren Treffen. Wir hatten erst so ein kleineres Treffen, weil die anderen alle nicht konnten, nur zu dritt gekommen. Ja, und da fand ich dann plötzlich dann doch ganz nett. Kommuniziert ihr denn so privat auch miteinander, alleine? Telefoniert ihr, chattet ihr? Also wir haben gechattet, beziehungsweise übers Forum halt, da kann man privat Nachrichten schicken. Ja, darüber haben wir kommuniziert und über E-Mail. Und nach diesem ersten Wochenende, wo er da war, habe ich ihn dann nach Hause gefahren, weil er hat keinen Führerschein und er ist dann gleich am nächsten Wochenende wiedergekommen. Ach, zu dir allein. Also er ist alleine zu dir wiedergekommen. Genau. Mhm. Wo ich dann also schon dachte, da ist dann schon auch ein Interesse da. Allerdings, ja. Da hat es mich dann auch irgendwie leicht erwischt. Ja. Und wir haben dann auch immer im gleichen Bett geschlafen, wobei ich sagen muss, ich habe ein riesengroßes Schlafzimmerbett eigentlich. Mhm. Aber wir haben dann auf einem etwas kleineren Sofa zu zweit geschlafen. Wie süß. Aber komisch ist, dass er halt immer die Jeans anbehalten hat. Ach, er hat die dicken Jeans anbehalten? Jo. Er hat nicht in der Unterhose da gelegen? Nein. Was sagt uns das denn? Ja, genau. Und das ist eigentlich so das Thema, was ich jetzt wo ich jetzt nicht weiter weiß, weil er... Ich muss noch wissen, damit ich das ein bisschen einstufen kann. Wie oft habt ihr euch denn jetzt schon so alleine privat gesehen in diesem Jahr? Also alleine haben wir uns, glaube ich, dreimal gesehen. Ja. Wo wir jetzt, nur zu zweit irgendwie unterwegs waren. Also noch nicht so oft. Bei ihm mal irgendwo essen, sind wir mal essen gegangen. Und er hat jetzt aber bestimmt schon 5, 6 Mal bei mir übernachtet. Immer in der gleichen Situation, immer mit Jeans? Fast immer. Und ihr geht aber dann nicht in dein großes Bett, sondern ihr geht auf das kleine Sofa. Genau. Damit ihr auch schön eng beieinander liegt. Ja, wobei bei dem einen User-Treffen haben wir dann gesagt, weil das Sofa ja im Wohnzimmer steht und die anderen da immer noch rumgelaufen sind, haben wir gesagt, wollen wir uns Ruhe haben, gehen wir ins Wohnzimmer, gehen wir ins Schlafzimmer. Und da war dann mehr Distanz? Nee, eigentlich nicht. Also ihr habt gekuschelt, aber er hat die Jeans an. Nee, gekuschelt auch nicht auch so nicht. Richtig. Also es war immer so, ich habe gefragt, ob das okay ist. Also ich habe mir auch gedacht, sag mal, wie ein Teenie irgendwie mit 37 zu fragen, ist es okay, wenn ich meinen Kopf anlehne oder so und mich ankuschel. Was hast du denn angehabt? Was hast du denn nachts an bei ihm? T-Shirt und Unterhose. T-Shirt und Unterhose. Also du liegst nicht ganz nackig bei ihm. Nee. Und er hat aber auch immer gesagt, ist okay, ist aber irgendwo nicht gegenaktiv geworden. Also kein Streicheln, kein mal irgendwie kraulen, gar nichts. Aber er hat immer gesagt, das ist in Ordnung für ihn. Und und dann sind wir zusammen nach Hamburg gefahren auf den Geburtstag. Hm. Und weil er hat ja gesagt gehabt, mir mal irgendwann, dass von ihm aus nur Freundschaft wäre. Was andere dann, die das dann auch schon so mitbekommen haben, irgendwo dann auch ihm schon nicht mehr abgenommen haben, weil er ständig mit der Handycam nur dabei ist, mich zu fotografieren, irgendwo meine Nähe sucht. Und ja, und wie gesagt, dann waren wir in Hamburg und da war die Schlafsituation dann halt so, dass es ein ganz enges Bett war, also ein Einzelbett. Und er hat sich dann auf den Boden gelegt und die Jeans ausgezogen. Ach. Was für ein Affront gegen dich. Ja, genau. Also da wäre ich aber sehr sauer, wenn ich du wäre.
Da zieht er seine Hosen aus, wenn er auf der Erde liegt. Und wenn er bei mir liegt, hat er seine Jeans an, die dick zugeknöpft ist vorne. Genau. Mann. Und da war ich dann auch irgendwo geknickt. Und Mädels. Ich habe dann auch zum Weinen angefangen. Und irgendwann fragte er, ob alles okay ist. Und dann sage ich, es ist nichts okay. Ich schaffe das so freundschaftlich nicht. Und es ist nun mal mehr. Und da hat er mich dann auch zum ersten Mal so von sich aus so richtig in den Arm genommen, und da hat er sich dann, so wie er war, ohne die Jeans auch neben mich gelegt, Oho. Weil ich habe ihn gefragt, ob es okay ist für ihn, wenn er sich zu mir legt, weil ich besser einschlafen könnte. Und da hat er dann den Arm um mich rumgelegt, und so sind wir dann auch morgens aufgewacht. Aber mehr ist nicht gelaufen? Mehr ist nicht gelaufen, nee. Und ja. Mädels, was sucht ihr euch für Männer aus? Was höre ich denn heute Abend hier? Ja, ich weiß auch nicht. Es hat Katharina. Sich anscheinend rausgestellt, weil wir haben ja noch einen Dritten, der sich jetzt damit ein bisschen mit eingeklinkt hat. Mhm. Wir waren danach dann noch mal ein Wochenende zusammen weg, wo es mir gesundheitlich dann wieder nicht so gut ging. Und er hat sich dann um mich gekümmert. Also massieren und sowas, das war immer gar kein Thema. Der ist auch ungefähr in deinem Alter, ne? Nee, er ist 7 Jahre jünger. 7 Jahre, gut, 30. Ja. Ja. Und es hat sich halt irgendwie jetzt rausgestellt, also nach diesem Wochenende, wo er sich also sehr um mich bemüht hat und den Vortrag, den wir da eigentlich anhören wollten, hat sausen lassen wegen mir, weil es mir nicht gut ging. Also er kümmert sich schon irgendwie über dich, um er, dich. Er kümmert Aber, sich sehr lass um mich fragen, die Frage, als du ihm gesagt hast, da ist schon mehr bei mir. Ja. Was hat, da muss, da war er doch gefordert, muss er doch was antworten. Er sagt, er kann nicht mehr geben. Und er hat die letzte Beziehung, wäre so lange her, das war da seine Aussage. Nur mittlerweile weiß ich, weil wir sind dann nach Hause gefahren, das waren ja dann auch 500 Kilometer Strecke, und mir ging es an dem Abend überhaupt nicht gut, weil bei mir ist so Verdacht auf MS, und ich hatte auch mit meinen Eltern Probleme, und an dem Wochenende ging es mir gar nicht gut, und er lag dann neben mir, und ich habe ihn dann gefragt, ob er mich in den Arm nehmen könnte. Und da ist er dann total ausgerastet und hat gesagt, ob ich das nicht akzeptieren kann. Er kann das einfach nicht. Und stopp mal, das ist natürlich auch schon eine sehr erniedrigende Situation, in die du dich da begibst, indem du sagst, kannst du nicht, mich nicht bitte mal in den Arm nehmen? Das darf man eigentlich nicht machen. Da ist man, macht man sich so klein, kleiner geht's schon gar nicht mehr. Ja, und ich war dann halt auch ziemlich sauer. Ich habe ihn dann auch in der Nacht rausgeschmissen, obwohl er 100 Kilometer weit weg wohnt. Also zuerst mal, ich habe dann halt noch gesagt, okay, penn noch bis morgen früh dann in dem Zimmer von meinem Sohn. Katharina, so wie du mir das erzählst, hört sich das für mich wirklich nicht gut an. Und ich würde auch sagen, lass die Finger davon. Was ja, immer mit dem Typ... Ja, ist der. Er kümmert sich jetzt gerade drum, dass ich in die Klinik komme, weil er Chefärzte da kennt, dass ich gesund werde. Und er hat dem Kumpel halt auch erzählt, dass er mit seinen 30 Jahren noch nie Sex hatte. Ach und so. Dass er asexuell, so wie es aussieht, ist. Und was war denn mit seiner früheren Beziehung? Das war anscheinend keine richtige in der Richtung. Ach, jetzt müssen wir auch erstmal rausfummeln, ob der Kerl schwul ist oder nicht schwul ist. Nee, also schwul ist er definitiv nicht, aber so wie es aussieht, ist er asexuell. Mann, und Mann, da hast du aber auch ein Problem dir geangelt. Ja, weil ich meine, ich merke ja irgendwo ganz am Anfang, wo ich ihm das gebeichtet hatte, dass es mich erwischt hatte, da hat er sich irgendwie bedrängt gefühlt, und da habe ich mich dann 2 Wochen aus dem Forum zurückgezogen, und er wusste, dass ich wegen ihm irgendwo Abstand brauchte. Was heißt denn eigentlich asexuell? Hat er dir das erklärt? Hat er dir das erklärt? Er hat es mir nicht erklärt, ich habe selber darüber danach nachgeguckt, also quasi, dass er Berührungen nicht verträgt. Also er ist nicht der Kuscheltyp oder der jemanden in den Arm nehmen kann. Und also aber hat er ein sexuelles Bedürfnis? Ne, anscheinend nicht, überhaupt nicht. Weißt du aber alles gar nicht. Das muss er dir erst... Das weiß ich über seinen Freund. Das muss er dir... Eigentlich müsste er dir das wirklich und richtig erklären. Andererseits muss er es nicht, weil er hat ja schon die Grenze aufgesetzt. Er hat ja die Grenze gezogen. Ja, das Komische ist... Er will ja gar nicht mehr. Er hat ja gesagt, ich will das und das und mehr nicht. Punkt. Lass mich in Ruhe. So hat er sich dir gegenüber verhalten. Der verhält sich vielleicht menschlich korrekt. Der kümmert sich jetzt um die Klinik und so. Der ist vielleicht ein guter Freund, aber der will einfach auch nicht mehr von dir. Vielleicht bist du auch schlichtweg nicht sein Typ. Ich
weiß es nicht. Ich weiß nur, wie gesagt, also in dem Forum gibt es halt auch so ein SAL-Forum, also Sexuality and Life, für Männer und für Frauen. Und ich, ja gut, ich weiß halt aus einer bestimmten Quelle von männlicher Seite her, dass er zum Beispiel auch Aktfotos und sowas überhaupt absolut nicht anziehend, sondern eher abstoßend so, findet. Dann ist deine Überlegung, musst du dir überlegen, will ich das? Möchte ich mich auf einen Kontakt, so einen intensiven Kontakt mit so einem Menschen einlassen, der dich ja auch immer wieder in Bredouille bringt und dir Schmerzen bereitet? Weil er hat ja gesagt, er will nicht mehr. Das ist deine Frage, wie du dich positionierst. Ich frage mich halt... Katharina, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Mach's gut. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende. Du hattest doch noch ein paar Sekunden Zeit. Bis dahin, macht's gut.